Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Durch einen Terroranschlag auf ein vollbesetztes Kino in der südiranischen Stadt Abadan sind vergangene Nacht 377 Menschen verbrannt. Bisher unbekannte Täter hatten zunächst Benzin in den Vorführraum laufen lassen. Dann zündeten sie das Gebäude an allen vier Ecken zugleich an. Ein Angestellter des Kinos hatte sämtliche Notausgänge aus Furcht vor Terrorakten verriegelt. Daher blieben den meisten Menschen die Fluchtwege versperrt. Nur 10 von ihnen konnten über das Dach ins Freie entkommen. Die Regierung vermutet entweder Kommunisten oder radikale Moslems hinter dem Anschlag. Strenggläubige Moslems hatten die Bevölkerung aufgefordert, während des Fastenmonats Ramadan, der am 8. August begonnen hat, keine Kinos zu besuchen. In den vergangenen Wochen war es in zahlreichen Städten des Iran immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen fanatischen Moslems und der Polizei gekommen. Dabei wurden zahlreiche Menschen getötet. Wir erwarten in diesen Minuten einen Film des iranischen Fernsehens von dem Anschlag in Abadan. Zunächst aber unser Korrespondent Peter Metzger über die politische Lage im Iran am 25. Jahrestag der Rückkehr des Schahs an die Macht nach dem Sturz des damaligen Ministerpräsidenten Mossadegh. Trotz der schweren Unruhen in den letzten Tagen oder gerade deswegen feiert das offizielle Persien den 25. Jahrestag des nationalen Aufstands mit Militärparaden und Ordnungszeremoniell. Vor 25 Jahren brach die Regierung Mossadegh zusammen, der Schah konnte wieder aus dem Exil zurückkehren und die Macht übernehmen. Allmächtig ist er jedoch nach den seit über einem halben Jahr andauernden blutigen Demonstrationen gegen sein Regime nicht mehr. Nur durch das Eingreifen der alarmbereiten iranischen Armee konnten die Unruhen bis jetzt niedergeschlagen werden. Der Schah hat jetzt in einer Fernsehansprache erklärt, dass hinter den Unruhen der internationale Kommunismus stecke. Er werde gemeinsam mit der Armee aufpassen, dass die persische Demokratie nicht von der Opposition und von den Kommunisten missbraucht werde, meinte der Schah. Nach den offiziellen Feierlichkeiten ist es in Teheran der Polizei zwar gelungen, eine größere Demonstration gegen das zum Teil verhängte Kriegsrecht zu verhindern. Die meist jungen Leute erklärten jedoch, dass sie zusammen mit ihren Geistlichen weiter gegen die grausame Maßnahme und für freie Wahlen demonstrieren werden. Sicher ist, dass es sich bei der großen Masse der Demonstranten nicht um Kommunisten handelt. Der Sprecher der Verbotenen Nationalen Front begründete die Gewaltwelle damit, dass das Volk sich auflehne, weil es nicht an die Versprechen der Regierung glaube, freie Wahlen abzuhalten und mehrere Parteien zuzulassen. Die Tatsache, dass die Unruhen in Persien zum großen Teil von geistlichen Würdenträgern organisiert worden sind, ist unter anderem dadurch zu verstehen, dass diese Würdenträger von den Technokraten der iranischen Regierung immer weniger als Autorität anerkannt werden. Mit ihrem Ruf nach freien Wahlen wollen sie ihren alten Einfluss in die Politik des Landes wieder zurückbekommen. Der israelische Ministerpräsident Begin spricht den Vereinigten Staaten das Recht ab, bei dem bevorstehenden Nahostgipfel in Camp David einen eigenen Friedensplan vorzulegen. In einem Zeitungsinterview sagte Begin heute, es sei allein Sache der am Konflikt beteiligten Parteien, den Streitfall zu lösen. Daher seien die USA für ihn kein vollwertiger Gesprächspartner. Für den Gipfel kündigte Begin neue israelische Vorschläge an, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. Sollte das angestrebte Friedensabkommen mit allen arabischen Ländern scheitern, so meinte er weiter, sei er auch zu dauerhaften Teilvereinbarungen bereit. Zugleich warnte er davor, den Dreiergipfel überzubewerten. Praktische Vorschläge zur Lösung des Nahostkonfliktes will Ägypten in Camp David vorlegen. Wie die Kairoer Zeitung Al-Ahram heute berichtete, beziehen sie sich auf den Rückzug israelischer Truppen aus besetzten Gebieten sowie auf Sicherheitsgarantien für den Verhandlungspartner. Bei einem Feuerüberfall auf diesen Bus der israelischen Fluggesellschaft El Al in London sind heute 2 Menschen getötet und 11 verletzt worden. Nach Angaben der Polizei haben mindestens 2 Männer das Fahrzeug mit Maschinenpistolen unter Feuer genommen und mehrere Handgranaten geworfen. In den Kugelhagel gerieten auch ein Taxi und mehrere Privatwagen. Eines der Opfer soll ein Terrorist sein, das andere ist eine Stewardess der El Al. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Zu dem Anschlag bekannte sich inzwischen eine Palästinensergruppe, die im vergangenen Jahr die Lufthansa Boeing nach Mogadischu entführt haben soll. Von den Attentätern, die in der Nacht zum Sonnabend 8 Bombenanschläge auf Einrichtungen der britischen Rheinarmee verübt hatten, fehlt immer noch jede Spur. Untersuchungen der Sprengstoffreste haben allerdings den Verdacht erhärtet, dass die irische Untergrundorganisation IRA dafür verantwortlich ist.
Ein Sprecher der Rheinarmee erklärte dazu heute, die verwendeten Bomben, insgesamt fast 65 Kilo Sprengstoff, ähnelten auffällig den in der Vergangenheit von der IRA gelegten Sprengsätzen. Der chinesische Partei- und Regierungschef Hua Kuofeng wird morgen in Jugoslawien, der zweiten Station seiner Auslandsreise, erwartet. Er wird am Vormittag vom jugoslawischen Staats- und Parteichef Tito in Belgrad empfangen. Westliche Diplomaten gehen davon aus, dass die jugoslawische Regierung ihrem Gast nahelegen wird, sich öffentlicher Anklagen gegen Moskau zu enthalten. Die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Belgrad und Peking wurde dennoch bereits heute auf zahlreichen Spruchbändern in der jugoslawischen Hauptstadt gefeiert. Zum Abschluss seines Staatsbesuches in Rumänien hatte Hua am Wochenende zwei Ruhetage am Schwarzen Meer eingelegt. Eine Bilanz seiner Gespräche mit dem rumänischen Staatschef Ceausescu zieht Peter Miroschnikow. Großeinsatz bedeutete der Rumänienbesuch für chinesische Reporter, die ihren Vorsitzenden Hua auf Schritt und Tritt begleiteten. Über jedes Händeschütteln, alle Besichtigungen bei der ersten Station der Balkanreise wird im Fernsehen des 800-Millionen-Volkes berichtet. Erst jetzt wurde bekannt, dass vor dem Besuch Hua Kuofengs schon eine chinesische Militärdelegation in Rumänien weilte, eine weitere demnächst erwartet wird. Beide Seiten kündigten an, die Beziehungen auf allen Gebieten erweitern zu wollen. Chinas Partei- und Regierungschef hat sein Interesse vor allem für Industrieanlagen und landwirtschaftliche Einrichtungen bekundet. Er kündigte einen langen Marsch seines Volkes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in China an. Vom Fortschritt im Ausland soll künftig mehr gelernt werden. Über den neuen politischen Kurs war weniger zu erfahren. Es gab keine erhoffte Pressekonferenz. Und die vielen Eintragungen in Gästebücher, die Hua Kuofeng von mitgebrachten Vorlagen abschrieb, priesen allein die durch den Besuch gefestigte rumänisch-chinesische Freundschaft. Der Empfang heute Abend in der chinesischen Botschaft in Bukarest dauert noch an. Es wird angenommen, dass Hua Kuofeng auch zum Schluss seinen Gastgeber Ceausescu nicht mit antisowjetischen Äußerungen in Verlegenheit bringt. Nur gestern Abend prangerte ein Sprecher der chinesischen Delegation gewisse Hegemoniebestrebungen an, eindeutig an die Adresse Moskaus gerichtet. Vietnam hat die jüngsten chinesischen Vorschläge zur Lösung des Flüchtlingsproblems zwischen beiden Ländern offensichtlich abgelehnt. Aus Peking wurde heute berichtet, Hanoi sei lediglich bereit, über die Rückführung von etwa 3000 Flüchtlingen zu verhandeln, die zurzeit an der vietnamesisch-chinesischen Grenze festgehalten werden. Zurückgewiesen wurde vor allem die Forderung Chinas, dass Vietnam alle Flüchtlinge wieder aufnehmen und ihnen an ihren alten Wohnorten Sicherheit und volle Bürgerrechte garantieren solle. Nach Angaben Pekings haben bereits über 160.000 Chinesen Vietnam verlassen und sind nach China ausgereist. Mit einer Messe im Petersdom ist heute die neuntägige Trauer der katholischen Kirche um Papst Paul VI. Zu Ende gegangen. Am kommenden Freitag beginnt das Konklave der 111 Kardinäle zur Wahl des neuen Papstes. Täglich treffen sich hier im Apostolischen Palast, dem traditionellen Wohnsitz der Päpstin und die Kardinäle der Weltkirche. Da das Konklave so spät wie möglich angesetzt worden ist, haben sie vergleichsweise viel Zeit, eine Übereinstimmung vorzubereiten, um damit das Konklave selbst zu verkürzen. Obwohl das Kardinalskollegium internationaler ist als je zuvor ein Wahlgremium in der Papstgeschichte, verdichtet sich der Kreis der Papabile, der Favoriten unter den Nachfolgern des Papstes, mehr und mehr wieder auf einen Italiener. Es ist nicht vorstellbar, so ist im Vatikan zu hören, dass ein anderer sich in der italienischen Kurie zurechtfühlt. Ein altes Motto gilt offenbar noch heute: Gegen die Kurie kann keiner Papst werden. Heute ist die letzte der neuen Gedenkmessen für den verstorbenen Papst zelebriert worden. Gerade die Konservativen unter den Kardinälen stellten sich dabei in ihren Predigten als die wahren Interpreten des päpstlichen Erbes dar. Es gibt Symbolkandidaten für die verschiedenen Richtungen, der Progressiven, der Konservativen und der Montagnaner. Das Heilige Kollegium muss noch viele Spannungen überwinden. Es ist ein stiller Machtkampf und man sucht heute schon nach Koalitionen. So stellen gerade die sogenannten Montagnaner, die in der Mitte stehen, die aussichtsreichsten Kandidaten. Kardinal Pignedoli etwa, der lange Erfahrung hat auf dem Gebiet der Laienorganisationen wie der Katholischen Aktion, oder auch Kardinal Baccio, Präfekt der Bischofskonferenz, der ein Mann der Seelsorge ist. Vor allem die Bischöfe aus der dritten Welt suchen auch einen pastoralen, charismatischen Papst. Gegen Verfassungsschnüffelei an Schulen hat sich der stellvertretende CDU-Vorsitzende Dregger ausgesprochen. Im Süddeutschen Rundfunk erklärte Dregger heute, es dürfe keinem Beamtenanwärter vorgehalten werden, dass er sich als Schüler einmal extrem geäußert habe. Jugendsünden, so Dregger wörtlich, interessieren mich nicht.
Entscheidend für die Anwendung des sogenannten radikalen Erlasses bei der Übernahme in den öffentlichen Dienst dürften nur der Zeitpunkt der Einstellung sowie messbare Tatbestände sein. Dazu zählen die Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Organisation oder verfassungsfeindliche Aktionen. Erste Bilder vom gelungenen Weltrekordflug über die Polarroute. 8200 Kilometer mit einem einmotorigen Sportflugzeug in 32,5 Stunden nonstop von Alaska über das arktische Eis nach München. Ein Langstrecken- und Geschwindigkeitsrekord. Der Pilot Dieter Schmidt filmte während des Fluges selber. Bei seiner Ankunft in München schilderte er gestern die Schwierigkeiten seines abenteuerlichen Unternehmens. Der etwas kritisch oder auch sehr schwierig war, denn die Maschine ist natürlich in einer solchen Überladesituation nicht sehr stabil. Aber eine Maschine, die etwa 50% überladen ist, ist natürlich sehr schwer handhabbar. Ist genauso, wenn ich von jemandem verlange, dass er einen 100-Meter-Lauf macht, dann kriegt er einen 3 Zentner Rucksack auf den Kopf. Die Maschine braucht sehr viel Fahrt zum Abheben. Ich brauchte also in Anchorage die ganze Bahn, die über 3 Kilometer lang ist, also wesentlich länger als die Münchner. Dann bin ich in einer sehr kritischen Phase, etwa, na, man kann sagen, 4 Stunden geflogen bis zur Küste oder 4,5 Stunden. Und zwar deshalb kritisch, weil man keine Turbulenz verträgt mit einer solchen Maschine. Und ich musste an dem Mount Kinley vorbei, der ja 6500 Meter hoch ist, und an diesen riesen Gebirgszügen dort. Das sieht zwar fantastisch aus und ich habe also immer rausgeguckt, aber in dem Moment fing es dann schon wieder an, so zu schwanken. Nachdem mir das Triebwerk sehr schlecht lief, weil wahrscheinlich die Entlüftung von den Tanks vereist war und außerdem ich viel Eis auf der Maschine hatte, kam ich etwa für eine halbe Stunde nach Süden vom Kurs ab, habe aber dann den Kurs wieder nach Norden verändert und bin dann über den geografischen Nordpol geflogen. Verfehlt haben die drei Insassen dieses Schweizer Sportflugzeuges heute früh die Landebahn des Flughafens Zürich-Kloten. Sie berichteten, ihre Maschine habe plötzlich an Höhe verloren. Der Pilot sei daraufhin auf der wenig befahrenen Autobahn gelandet. Dabei stieß das Flugzeug gegen die Leitplanke und wurde erheblich beschädigt. Zwei der Insassen sind leicht verletzt. Gerd Wildfang ist neuer Weltmeister der Springreiter. Im Finale der 4 besten Reiter blieb er heute Nachmittag im ausverkauften Aachener Stadion bei allen 4 Ritten ohne Springfehler. Zweiter wurde der Favorit Eddie Mecken aus Irland, dem ein Zeitfehler unterlief. Der letzte Sprung, etwa 50.000 Zuschauer bejubeln den neuen Champion. Meine Damen und Herren, der angekündigte Film von dem Terroranschlag in Abadan hat uns nicht erreicht. Wir bringen jetzt einen Telefonkommentar unseres Korrespondenten Peter Metzger über den Anschlag. Alle bedeutenden iranischen Institutionen haben ihre Abscheu über den grausamen Terror bekundet, auch die islamischen Geistlichen, die in letzter Zeit öfters als Führer der Demonstrationen gegen das Regime des Schah aufgetreten sind. Die Täter sind noch nicht bekannt. Ministerpräsident Musiga sagte, dass sie mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen müssten, was die Todesstrafe bedeutet. In 3 weiteren Städten Persiens sind heute Anschläge auf Kinos und Restaurants verübt worden. Neben mehreren Verletzten soll es auch Tote gegeben haben. Über den Hintergrund des Terrors und ob er mit dem von islamischen Würdenträgern organisierten Widerstand zusammenhängt, kann man nur spekulieren. Für den Schah, der zur Stunde noch über das Fernsehen zu seinem Volk redet, waren Kommunisten am Werk, die vom Ausland gesteuert die Monarchie beseitigen wollen. Neutrale Beobachter sind jedoch der Meinung, dass die islamischen Demonstranten Kontrolle über die Widerstandsbewegung verloren haben und einige Randgruppen jetzt zu kaltblütigem Terror übergegangen sind. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 21. August. Das Satellitenfoto zeigt ein schmales Wolkenband über Nordwestfrankreich und der Biskaya. Über Südwest- und Mitteleuropa befindet sich ein fast wolkenfreies Gebiet. Diese umfangreichen Hochdruckgebiete verlagern sich etwas nach Nordosten. Dabei greift eine Front über der Nordsee und Frankreich mit geringer Wetterwirksamkeit auf Deutschland über. Die Vorhersage für morgen: heiter, zeitweise wolkig, überwiegend niederschlagsfrei.
Tiefstemperaturen 11 bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 23 bis 28 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, meist aus Südost bis Südwest.